Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner aktuell geschlossenen Baustelle für euch mit einem neuen Tagebuchvideo. Ja, heute etwas Spezielles, ich hatte es ja bereits angekündigt, heute soll es um meinen neuen Teleskoplader gehen. Ja, um die Abholung, ich sag mal um die Odyssee der Abholung von dem großen Gerät hier auf meine Baustelle. Und ja, das ist wie immer natürlich vollkommen anders gelaufen als geplant, wie das ja meistens immer so ist. Und deswegen heute ein kleines Spezialvideo. Ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen, auch wenn es heute mal nicht ums Bauen geht. Und ja, würde ich sagen, ich quatsch gar nicht mehr lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, dann kommen wir als erstes mal so ein klein wenig zu der Geschichte, zu der Odyssee, wie ich diesen Teleskoplader jetzt letzten Endes hier auf meiner Baustelle bekommen habe. Das ist nämlich schon wieder komplett anders gelaufen als ursprünglich geplant. Ich meine, klar, das ist ja meistens immer so, dass das nie immer so ganz glatt läuft. Aber das war schon wieder eine echt spezielle Nummer. Ja? Also mein ursprünglicher Plan, um das mal so, ne? Deswegen hatte ich auch gesagt, ich mache da ein komplettes Tagebuchvideo drüber. Der ursprüngliche Plan war, ich fahre dahin, ne? Wenn die Spedition den abholt, mache dann schöne Aufnahmen mit der Drohne, wie wir den verladen, wie wir dann das Ding, wie der dann eine LKW vom Hof fährt und so weiter und so fort. Also das war der grobe Plan. Ne? Dann so ein bisschen die Hinfahrt und die Rückfahrt begleiten und hin und her und dann wie er dann hier ankommt und wie wir dann hier abladen. Naja, so habe ich mir das halt so ungefähr vorgestellt. Da hätte man ja mit Sicherheit ein sehr schönes, unterhaltsames Tagebuchvideo von füllen können. So war meine Idee. So, ich hatte es ja schon mal gesagt, der grobe Plan war, dass halt am 6.7. passiert, also jetzt Dienstag, ne, letzten Dienstag. Da sollte die Abholung passieren, das heißt, das war mit der Spedition ja schon seit 2 Wochen so ausgemacht, ja, da, und die Planung war, grob ab Mittag würden die den abholen. So. Darauf haben wir uns natürlich jetzt alles verständigt und alles klar gemacht und so weiter. Der Besitzer, wo ich den jetzt her habe, der hat sich extra Urlaub genommen. Ich habe mir die Zeit freigeschaufelt, habe auch ein richtig so eine Art Mini-Drehbuch erstellt, wie ich diesen ganzen Kram so begleiten möchte. Naja, so war das alles geplant. Am 6.7. habe ich mich dann fertig gemacht, habe meinen Kaffee gekocht, habe meine Klotten gepackt und so weiter und wollte mich im Prinzip gerade ins Auto setzen, um da runterzufahren. Also ich habe ungefähr 2,5 Stunden Anfahrt. Ich weiß, es ist ein bisschen verrückt, wenn man jetzt im Prinzip 5 Stunden im Auto sitzt, ja, plus natürlich die Zeit da unten, nur um so ein paar Aufnahmen zu machen. Aber ihr wisst, ich bin ja auch so ein bisschen bekloppt und letzten Endes wäre es mir das wert gewesen, wann holt man sich oder wie oft holt man sich schon mal so einen Teleskoplader ab, dass ich den auch selber auf den Anhänger fahre und solche Geschichten. Also das waren so meine Pläne. Jedenfalls habe ich dann überlegt, ah Moment, bevor du dich ins Auto setzt, rufst du noch mal einmal der Vollständigkeit halber bei der Spedition an. Die haben sich ja nicht gemeldet, wird sich ja nicht groß was geändert haben, aber man kennt das ja. Vorsichtshalber rufst du da noch mal an. Also im Prinzip nur der Vollständigkeit halber, bleibt es bei irgendwie so Mittag rum, 12:01 oder was, oder verspätet es sich eventuell, weil wenn der jetzt zum Beispiel erst um 4 kommen würde, habe ich mir gedacht, dann stehst du da oben 3 Stunden rum oder 4 Stunden, ist ja auch scheiße. So. Habe ich da angerufen, habe mit dem Disponenten oder was da gesprochen und auf einmal sagt er, ja okay, die und die Tour, oh Mist, da sehe ich gerade, da haben wir gerade ein ganz großes Problem, das Auto ist nämlich kaputt gegangen. Ich so, ja wie jetzt? Ja, dann wurde der ganz hektisch. Moment, ich rufe sie gleich zurück, ich muss das jetzt hier erst klären. Ich den Hörer auflese, das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein, ne? So. Dann hat das eine halbe Stunde gedauert, bis der wieder anrief. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, dann ist das ja auch meistens keine Kleinigkeit. Der rief an, ja tut mir leid. Das wird heute nichts mehr. So, wie bitte? Das war doch alles geplant. Ja, das wird heute nichts mehr. Er braucht halt für die Verladung von dem Ding, braucht er einen Tieflader mit Rampen. Und die hat er halt nicht so viel im Einsatz. Ne? So, und da hat er gerade da unten keinen. Das wird erst morgen was, also mittwochs. Ne? Jetzt für Dienstag war es geplant. Das würde erst Mittwochnachmittag, Spätabend oder Spätnachmittag was werden. Oder sogar erst Donnerstagmorgen. Je nachdem, wie die Lenkzeiten von dem Fahrer so aussehen. Das könnte er jetzt halt noch nicht sagen. Aber heute da definitiv nicht, also an dem Dienstag. Ich so, oh nein, ja, das geht ja schon mal gut los. Ne? Ich sag ja, ich hatte im Prinzip alles schon gepackt. Wie gut, dass ich da nochmal angerufen habe. Naja, dann habe ich den Besitzer angerufen, habe ihm die freudige Nachricht verkündet. Sag so, tut mir leid, die kommen heute nicht mehr zur Abholung. Der war natürlich auch für 180, der hat sich nämlich extra einen Tag Urlaub genommen dafür. Ja, war das denn auch für eine Katz? So, das war, ja, wie das immer so ist. Ne? Ich sag, tut mir leid, ich melde mich wieder. Eventuell kommen die morgen vorbei, also Mittwoch oder sogar erst Donnerstagmorgen. Naja, muss man denn sehen. Mein Plan war natürlich trotzdem, auch wegen der Verschiebung, kriege ich ja trotzdem hin, dann fahre ich halt Donnerstag darunter, ne, was soll's, ne, so, dann also Dienstag darunter oder Mittwoch oder Donnerstag, spielt ja eigentlich fast gar keine Rolle.
Dann habe ich den nächsten Tag morgens nochmal mit der Spedition telefoniert. Der sagte, ja, alles klar, das könnte heute klappen. Der Fahrer ist heute späten Nachmittag mit seiner Tour auf dem Rückweg und dann würde der den aufladen. Es wird aber wahrscheinlich so gegen 4 Uhr werden, wissen wir noch nicht genau. Ne? So plus minus. Ich melde mich da nochmal, wenn ich genaueres weiß. Und ja, dann läuft das. Ne? So, das heißt, dann könnte er den aufladen. Er wüsste aber noch nicht, ob er den dann tatsächlich schon an dem Mittwoch praktisch auflädt oder erst Donnerstagmorgen. Wie gesagt, das kommt auf die Lenkzeiten an. Ich so, alles klar, melden Sie sich früh genug, damit ich Bescheid weiß. So, da hat sich keiner gemeldet. Und um 3 Uhr rief der an. Um 3 Uhr rief der an dann bei mir und ich sage, oh super, ne? Ich war praktisch die ganze Zeit in den Startlöchern. Und dann rief der um 3 an und sagte so, ja, alles super, der Fahrer ist in einer knappen halben Stunde da. Ich sage, ja, danke für die Nachricht. Ich sag mal, jetzt muss man das wissen, Spedition, das ist eigentlich immer sehr löblich, wenn die sich eine halbe Stunde vor Ankunft melden. Das machen viele, dass man sich eben entsprechend darauf einstellen kann. Alles gut, also das ist so ein Standardding, halbe Stunde. Aber eine halbe Stunde reicht mir natürlich nicht, wenn ich 2,5 Stunden Anfahrt habe. Ich kann, das scheiß Beamen ist ja nun mal leider noch nicht erfunden worden. So, und jetzt mit dem Porsche da runterbraten, also machst du aus 2,5 Stunden auch keine halbe Stunde. So, kannst du halt auch vergessen. War das also mit dem Abholen schon mal erledigt? Ja, ich den Besitzer angerufen, ich sage so, Leute, ne, in einer knappen halben Stunde ist der LKW da. Ne, so, alles klar, sagt er, kriegen wir schon hin, den laden wir dann auf und so. Ich so, ja, alles gut. Ne, so. Hat halt nicht so sollen sein, sage ich mal. Das heißt, mein gesamter Plan mit der Abholung, das zu begleiten und selber auf den Anhänger zu fahren, hat sich alles erledigt. Ja, schade, schade. Immerhin hat mir der Fahrer noch ein geiles Foto geschossen, an dem ist auch so ein kleiner Fotograf verloren gegangen. Finde ich, ich kann das mal einblenden, hat er sehr schön getroffen. Vielleicht haben es einige schon bei Instagram gesehen. Ja, wirklich schönes Foto, finde ich. Hat er gut gemacht. Und so habe ich wenigstens immerhin eine Erinnerung von dem Ding, wie es da aufgeladen wurde. So. Jetzt war das natürlich schon relativ spät, dann habe ich den Fahrer, ich habe dann die Telefonnummer bekommen, habe dann da angerufen bei dem Fahrer direkt, der war auch super cool und so. Und dann sage ich, ja, wie sieht das aus? Fährst du jetzt heute noch zurück? Oder so, ja, sicher, ne, habe ich geplant. Ich bin heute dann auf dem Weg und bin dann so gegen 8 oder so, bin ich dann da oben bei euch an der Adresse. Ich sage, okay, gegen 8, ja. Jetzt war ja der Plan, dass wir den hier hinbringen. Ne, so, das war ja den. Aber ihr wisst ja, ich wohne ja momentan bei meinen Schwiegereltern. So, denn ist das denn von der Organisation? Wer es kennt mit Kindern, ist das denn auch nicht so einfach? Und wir hatten auch noch Besuch und hin und her. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, dann laden ab bei meinen Schwiegereltern auf dem Hof. Den brauche ich ja nur gerade runtergehen, einmal mit Abladen helfen und dann kannst du in die Ecke stellen und dann ist gut. Ne, so. Und dann habe ich die Adresse gegeben von den Schwiegereltern und alles gut. So, dann war der auch pünktlich da, perfekt getimed. Und ja, dann haben wir das Ding abgeladen. Immerhin, das konnte ich dann auf Video aufnehmen. Jetzt leider dann nicht ganz so spektakulär, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Ne? Aber gut, das war dann immerhin schon mal da. Dann war der da. Und dann musste ich ihn ja noch von meinen Schwiegereltern hier hinfahren. So, das ist jetzt meine Überführung. Die habe ich natürlich dann entsprechend so ein bisschen gefeiert, habe das ein bisschen genossen, mit dem Ding hier mal durch die Felder zu fahren und alles so mal auszuprobieren und so. Das konnte ich dann auch, ich sag mal, ausreichend auf Video aufnehmen. Das gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen an. Und das ist letzten Endes so die Tour oder die Odyssee gewesen, wie ich diesen Teleskoplader hier auf die Baustelle bekommen habe. Es ist halt immer ein bisschen abenteuerlich. Das ist halt so mit so Schwertransporten. Und der Disponent, der war auch so ein bisschen aufgelöst, weil der hat auch, sagt er, das sind so tägliche Probleme, die, mit denen der jeden Tag kämpfen muss, ne? Dass dann hier was kaputt geht und da ist der Tieflader nicht und bla bla bla, ne, und Termingeschäft und so. Ist also, glaube ich, auch kein einfacher Job. Weiß ich nicht, ob ich den machen möchte. Hört sich auf jeden Fall ziemlich stressig an, ne, so. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es, ich habe das Ding endlich da, ne, und das ist übrigens auch dann die Antwort auf die Frage, warum ich da im letzten Video das Outro, warum der noch bei meinen Schwiegereltern stand. Das war nämlich dann genau der Punkt. Da stand er noch bei Schwiegereltern, jetzt habe ich ihn hier rübergebracht und jetzt können wir mal gucken, wie der hier die letzten Meter hier angekommen ist und dann können wir ja noch einen kleinen Rundgang um die Maschine machen. Also, muss ja auch irgendwie mal sein, ne? Ja, mit der Überführung, das war dann letztlich auch so eine geile Sache. Man muss wissen, so eine Baumaschine, jetzt so wie dieser Teleskoplader, der fährt knapp 20, also der ist zugelassen bis 20 km/h. Das heißt, den darf man auf der Straße fahren, wenn man da 20 km/h Schilder dran macht. Ja, diese großen, runden, weißen Schilder, 3 Stück insgesamt, eins hinten, eins links, eins rechts, das ist die Straßenverkehrsordnung dafür. Und ja, der muss natürlich eine Betriebserlaubnis haben und so weiter, ist klar, man muss einen Führerschein dafür haben, alles gut. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man dafür auf die linke Seite, auf die Tür, muss man seine Kontaktdaten draufkleben, als Aufkleber. So, finde ich total lustig. Naja, jetzt ist aber das Problem gewesen, weshalb ich auch hier durch die Felder und Wiesen fahre, dass ich diese 20 km/h Aufkleber jetzt nicht zur Hand hatte. Die waren zwar auf meiner Wunschliste, die hat mir auch schon vor einer gefühlten Ewigkeit irgendwer
bestellt, aber die sind bis heute noch nicht angekommen. Keine Ahnung. So, jedenfalls habe ich die 20 km/h Aufkleber nicht, wie man ja hier auch wunderbar gerade erkennen kann. Und ich habe natürlich auch noch keine Kontaktdaten auf die Tür zum Draufkleben. Da muss ich mal schauen. Da werde ich mir mal so ein Fachwerker-Logo mal ausdrucken oder hier bei so einem Aufkleber-Online-Druckerei da plotten lassen, ja, und dann haue ich die da mal auf die Fahrertür, alles gut, ne, aber aktuell habe ich das nicht. Also darf sie da theoretisch nicht mit auf der Straße fahren, also, naja, theoretisch praktisch. Deswegen fahre ich hier über einen Acker, ist mir schon klar, ich muss natürlich jetzt die letzten Meter da bis zu meinem Haus, muss ich über diese kleine Straße, aber naja, mein Gott, ne, also da müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, dass denn da auf einmal eine Polizeikontrolle dann auf mich warten würde. Das ist einfach das Risiko. Leben am Limit, Leute, so sieht's aus. Man fährt ohne 20 km/h Schilder mit einer Baumaschine 150 Meter über die Straße. Naja, kriegt man schon hin. Nein, wie gesagt, das war ganz cool, da einmal darüber zu fahren. Ich weiß es gerade gar nicht, Führerschein braucht man, glaube ich, einfach nur, wenn man jetzt Klasse 3 hat, dann hat man ja diesen kleinen Treckerführerschein automatisch auch mit dabei. Und ich glaube, der reicht dafür, so ein Ding hier fahren zu dürfen. Ja. Interessant ist auch, man darf den jetzt mit der Schaufel, darf ich den fahren? Ich darf den aber nicht mit der Palettengabel fahren. Das darf man nicht im Straßenverkehr. Die Palettengabel darfst du aber auch nicht in die Schaufel legen, weil dann würdest du ja wieder etwas transportieren. Das ist auch nicht erlaubt. Also ergo müsste man, also ich rede im Konjunktiv, aber ich werde es natürlich jetzt nicht sagen, aber man müsste normalerweise die Palettengabel dann extra im Anhänger dann darüber transportieren. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen bescheuert, ne? Aber naja, so ist das halt. Ne? So, da seht ihr es, ich fahre an meinem Grundstück vorbei und bin dann auch endlich zu Hause angekommen. Ist mit so einem Ding schon ein ganz schöner Ritt. Also wenn ich mir überlegt habe, hätte, dass man den, dass ich ursprünglich mal gedacht habe, man könnte den praktisch auf Achse irgendwie 50, 70 Kilometer weit weg hier hinfahren. Boah, ich glaube, da wäre ich echt unglücklich bei geworden. Also ich bin wirklich froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil das ist dann doch, das ist wirklich ein ganz schöner Ritt mit so einem Dingen zu fahren auf der Straße, ne, mit der Geschwindigkeit und der Lautstärke und dem Geruppel und Gerappel. Heidewitzka, also wenn du da ein paar Stunden mitfahren müsstest, ich glaube, dann bist du aber so richtig fertig mit den Nerven. Das kann ich nur sagen. Nee, so bin ich ganz froh, ja, dass wir das jetzt mit der Spedition hingekriegt haben. Da steht er auf dem Hof, ja, ihr seht schon, so ein paar Sachen sieht natürlich noch dran zu machen. Das können wir uns jetzt gleich im Detail einmal anschauen. Was wir da noch so haben und ja, wie gesagt, ist schon eine ziemlich geile Maschine, obwohl sie natürlich, man sieht auch hier die Dimension, das ist schon nicht ganz so klein, das Gerät, das fällt einem natürlich dann auch erst auf, wenn man es dann auf dem eigenen Hof stehen hat, ne? Das ist so ähnlich, wie wenn du dir einen großen Flachbildfernseher kaufst, ne? Im Mediamarkt sehen die so winzig aus und wenn du den 85 Zöller dann an eine Wand schraubst, dann merkst du erstmal, dass dein 20 Quadratmeter Wohnzimmer doch nicht so groß ist. So, und bevor wir jetzt dabei gehen und so ein bisschen Detailrundgang machen, einmal zu den groben technischen Daten von der heißen Maschine. Ihr habt es ja schon gesehen, auch von der Farbgebung her, das ist ein Massey Ferguson, vom Modell her 8937. Das ist 7 Meter Auslage, 3,5 Tonnen Hublast. Ne, so, das ist also schon eine ganz ordentliche Maschine. Wobei Massey Ferguson, in denen, das ist Baujahr 2001 und das ist eigentlich von der Maschine her ein Bobcat. Also Anleitung, ich habe die Originalanleitung, das Originalbetriebshandbuch dabei, ziemlich cool. Aber auch alle hier alle Plaketten und sonst irgendwas, ist alles Bobcat. Ne, so. Und Massey hat zu der Zeit, glaube ich, die Dinge einfach nur gekauft vom Bobcat, hat die umgelackiert und umgelabelt und dann ist gut. Ich meine, heute baut Massey Ferguson sogar tatsächlich eigene Teleskoplader, die haben auch richtig moderne Dinger da, die kann ich mir natürlich nicht leisten, deswegen die Maschine, der ist aus erster Hand, ne, bei einem Landwirt, wo ich den jetzt ja auch gekauft habe, gelaufen und ja, logischerweise für die ganz normalen Arbeiten, was halt auf so einem Hof so anfällt und der hat ja, das Baujahr 2001 und hat jetzt irgendwie 6700 und ein paar zerquetschte Stunden runter. Ist auch tatsächlich nachvollziehbar, das heißt, ja, erste Hand, ne? Also der Betriebsstundenzähler ist da jetzt noch nicht getauscht worden. Das habe ich häufig mal gesehen, wenn du jetzt irgendwelche Maschinen kaufst, dass 7000 oder 6000 Stunden ist so eine interessante Grenze. Wenn man mal guckt, vor allen Dingen so die Manitus aus Holland oder so, die haben gerne mal immer genau 7000 Stunden oder 7500. Ne? Also da ist selten, dass du Maschinen findest mit 12000, 15000 Stunden, ne? Wobei das meistens eher wahrscheinlicher ist bei den Baujahren. So, jetzt da, wie gesagt, weil er erste Hand ist, konnten die Besitzer mir das natürlich
natürlich auch genau sagen. Und der hatte auch kein Interesse daran, mich da jetzt irgendwie groß zu veräppeln. Die Betriebsstunden waren für die selber ja auch wichtig, damit sie ihre Warteintervalle da hinbekommen und so weiter. Von daher macht das ja keinen Sinn, den für sich selber zu manipulieren. Ne? Also wie gesagt, von der Betriebsstunde her ist das eigentlich ganz gut, vor allen Dingen für den Preis. Vergleichbare Maschinen kriegst du auch schnell mit 8.000, 9.000, 10.000 Betriebsstunden und dann funktionieren die aber noch ganz genauso. Was ich damit sagen will, knappe 7.000 Betriebsstunden ist kein wirkliches Alter für so einen Teleskoplader. Ist auch immer gut gewartet worden, ich hatte da ein paar Werkstattklamotten dabei bekommen. Gerade erst zuletzt war noch ein Ölkühler getauscht worden und noch ein paar Schläuche und so das Übliche, was bei so einer Baumaschine ja im Endeffekt ja auch immer mal anfällt. Ne? So. Der Motor ist ein 4 Liter Perkins Turbo Diesel, richtig geiles Ding, also richtig 105 PS oder was, geht richtig zur Sache. Ich bin mal gespannt, wie viel Sprit der nachher braucht, also der Tank, muss ich mal gucken, ich habe mir so nicht getankt, ich muss noch der ist jetzt noch nicht so gesehen verkehrssicher, da müssen noch die 20 km/h Schilder drauf und so weiter. Dass ich damit auf der Straße fahren darf. Und deswegen bin ich noch nicht zur Tanke gefahren. Aber ich bin mal gespannt. In der Anleitung steht nämlich drin, dass der 145 Liter Tankinhalt hat. Also eine Regel ist ja immer, wenn Maschinen große Tanks haben, dann brauchen die meistens auch ziemlich viel. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall aufschreiben. Jetzt so von den Arbeitsstunden, also wie so ein Kilometerzähler, ne, die Arbeitsstunden aufschreiben, die Tankfüllung aufschreiben und dann mal gucken, wie lange ich da so mit hinkomme hier bei mir. Ne. Ich will mal hoffen, dass der mir jetzt nicht die Haare vom Kopf frisst, aber so ein 4 Liter Turbodiesel, ich denke mal, so ein bisschen was wird der schon brauchen, wenn der läuft. Auch die technischen Daten sind schon ziemlich geil. Ne. Vor allen Dingen, wenn du so von so einem Minibagger kommst, wie ich. Ne, bei einem Minibagger, die Hydraulikpumpe zum Beispiel, die hat, also mein Kubota hat 2x 10,5 Liter. Und dann machen die beiden kleinen Hydraulikpümpchen in dem Kubota. Die Pumpe macht 137 Liter die Minute. Aber der hat natürlich auch hydrostatischen Antrieb. Also der macht natürlich alles dann mit der Hydraulikpumpe. Von daher muss die schon so ein bisschen Druck haben. Also auch so die anderen Daten, wie viel Hydrauliköl da drauf ist und. Also das ist schon... Ja, das ist schon ein bisschen beeindruckend, wenn man halt von so einem kleinen Minibagger kommt, wo alles so ein bisschen High-Detail ist, ne? Und dann hast du auf einmal dann die Maschine und siehst mal so ein bisschen, was das so für Mengen auf einmal sind. Was da ein Hydrauliköl-Wechsel beim Bagger, da sind glaube ich 15 Liter drauf oder 18 Liter bei dem Kubota, keine Ahnung. Pipifax, ne? Da kriegst du hier nicht mal den Ausgleichsbehälter damit voll, ne? Das ist der Wahnsinn. So, huiuiui, da muss ich auch gucken, da muss man dann schon ein bisschen vorsichtiger mit sein, wenn man den jetzt verleiht oder so an Bekannte oder an sonst wie, ne? Dass man da auch tatsächlich dann nicht, da kannst du nicht mehr so einfach sagen, ja komm, nimmst du einfach und wenn er fertig ist, bringst du mir zurück. Da muss man tatsächlich schon gucken, weil der verursacht natürlich auch wirklich Betriebskosten. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist jetzt nicht nur so ein Spielzeug, klar, für uns Männer ist das immer ein Spielzeug. Aber da muss man schon gucken bei den Betriebsstunden, das ist dann schon so ein bisschen was anderes. Ne? So, aber wie gesagt, es ist schon eine ziemlich geile Maschine. Sind ein paar Kleinigkeiten dran zu machen, wie das immer so ist, wenn man so eine Maschine auf dem Hof den ganzen Tag im Einsatz hat. Ich kenne das ja selber hier von meinem Bagger, da bleiben viele Kleinigkeiten einfach hängen. Ich habe gleich bei der ersten Betätigung habe ich den Handbremshebel ausgekuppelt, weil da irgendwie der Anschlag gefehlt hat. Das merkst du natürlich nicht, wenn du selber mit der Maschine jeden Tag fährst, dass du die Handbremse nicht bis oben hinziehen darfst. Ich wusste das nicht. Ich habe gezogen, klack, war die ausgehakt. Oh, ging das schon gleich gut los. Ne? Dann, wie das immer so ist. Auch so ein paar Kleinigkeiten. Wer es schon gesehen hat, der eine Außenspiegel fehlt. Den haben sie mal abgefahren, den muss ich noch wieder dran machen, da muss ich mal gucken. Ich habe ja auch so ein kleines Schweißgerät da, vielleicht schweiße ich mir den selber wieder zusammen und so weiter. Der Sitz ist völlig im Eimer, da habe ich aber auch einen dabei gekriegt, auch sehr cool. Da muss ich mal gucken, ob der da reinpasst. Ansonsten, naja, muss ich sehen, ob ich da noch einen neuen Sitz und dann eben so ein paar Kleinigkeiten. Ich werde natürlich als allererstes jetzt sehen, dass ich den komplett sauber mache, wie ich das ja immer so mache. Ne? Einmal komplett picobello sauber machen, dann mal schauen, was sich so machen lässt. Ich werde auch sehen, ihr seht es ja vielleicht hier an der Seite, sind sie mal so ein bisschen mit hängen geblieben, diese Motorhaube. Die werde ich noch ein bisschen reparieren, das alles wieder ein bisschen schick machen. Jetzt im Moment, wo ich da auf der Baustelle eh nichts groß machen kann, ist das optimal. Da kann ich mich darum kümmern, dass ich den jetzt vorher einmal ein bisschen schick mache. Und wenn es dann nachher losgeht, dann habe ich eben die Maschine komplett da. Dann habe ich alles durchgecheckt, ich habe alles repariert. So Kleinigkeiten, ne? Hier mal eine Lampe austauschen. Ich glaube, die beiden Zusatzscheinwerfer da oben, die funktionieren nicht. Alles sowas, ne? Also so Pipifax-Kram. Da kann ich mich jetzt um kümmern, das ist nichts Wildes, ist immer sehr gut. Auch da kann man die Maschine schön bei kennenlernen, bei so Kleinigkeiten, beim Reparieren. Alles ist gut. Ich mache den ein bisschen schick und dann fühle ich mich da wohl mit. Und es ist schon vom Fahren her schon eine interessante Maschine, das muss man schon sagen. Was man allerdings merkt bei den Älteren, ich bin ja auf der Auktion in Dormagen, wo ich da dieses Video von gedreht habe, da bin ich ja den ein oder anderen Teleskoplader gefahren. Und man merkt aber schon, die etwas älteren, so wie der jetzt, Baujahr 2001, die sind nicht ganz so wendig wie die neueren. Also die neueren, wenn man jetzt, man kann ja die Vorderräder und die Hinterräder so quasi gegensätzlich einschlagen.
damit man damit besser um die Kurven kommt. Ist ja alles cool. Aber der Einschlagwinkel, der ist dann doch schon relativ begrenzt. Also bei den neueren ist das dann so, der kann wirklich fast, naja, 90 Grad nicht, aber der kann schon sehr stark einschlagen und dann fährst du mit dem Ding echt im Kreis, da kann der schlecht bei werden. Und das kann der halt noch nicht. Der macht das zwar auch, aber eben nur so die Hälfte vielleicht vom Winkel her, wodurch der nicht ganz so wendig ist. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, mit einer kleineren Schaufel, denke ich mal, werde ich hier auf dem Hof auch klarkommen. Und die meisten Arbeiten werden ja auch tatsächlich dann da oben am Fachwerk stattfinden oder eben hier dann Ladearbeiten, was ich dann meine, ne? Wenn ich hier die Paletten bekomme, später mal mit Baustoffen und so weiter, dass man das alles irgendwo bewegt kriegt, ne? Weil das hatten ja auch einige mal geschrieben. Ja, wieso? Die meisten Baustoffe werden doch mit einem Anhänger oder mit einem LKW geliefert, der so einen Kran da drauf hat. Ja, das ist ja korrekt, aber der Kran muss die Sachen irgendwo hinstellen, ne? Ist ja logisch. So, das heißt, ihr stellt dir dann 18 Paletten mit Zeug hier mitten auf den Hof oder was? Und denn, wie soll das weitergehen? Ne, so, deswegen, dafür brauchst du dann irgendwie so ein Gerät, nicht unbedingt so ein Gerät, klar, da gehen auch andere Geräte, aber dafür kannst du dann mit so einem Gerät auf jeden Fall mit einer Palettengabel die Klamotten auch umsetzen. Ne? So, dass man sich dann hier möglichst irgendwelche Teile freischaufelt, wo man dann diese ganzen Baustoffe auch lagern kann zwischendurch, dass es halt nicht so im Weg rumsteht, weil für so große Maschinen und für so viel Baustoffe ist der Hof dann, auch wenn er groß ist, aber irgendwann ist es halt auch begrenzt, da muss man eben gucken. So, ne? Das ist so ein bisschen die Planung, muss ich mal sehen. Auf jeden Fall mit der Maschine bin ich schon ganz gut, naja, jetzt ist noch nicht warm geworden, da muss man sich auch erst dran gewöhnen, das ist ja so wie bei einem Bagger auch. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht ganz so kompliziert wie ein Bagger, ne? Außer eben die Fahrerei und die Rangiererei. Wobei das ja auch die Idee war, weshalb ich mir so einen Teleskoplader gekauft habe. Man hat von oben, wenn man im Cockpit sitzt, schon eine sehr gute Übersicht. Man kann das sehr gut erkennen, man sieht hinten das Heckgewicht, das kann man alles sehr gut abschätzen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man damit was kaputt fährt, jetzt so aus Versehen, ist auf jeden Fall geringer als beim Kompaktlader, wo man da in so einer Kabutz da drinne sitzt und dann nach hinten eigentlich gar nichts erkennen kann, ohne Rückfahrkamera, ne? So, also von daher, ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Ich freue mich total, dass das Ding endlich da ist, weil es hat insgesamt 2 Monate jetzt gedauert. Ich habe mal geguckt auf den ersten E-Mail-Verkehr von dem Kollegen und das waren jetzt wirklich über 2 Monate. 2 Monate und ein paar Tage, als ich das erste Mal da war und mir den angeguckt habe und wir den praktisch per Handschlag klar gemacht haben. Bis jetzt, weil das ja, das hatte ich ja gesagt mehrfach in den Tagebüchern, weil das bei denen sich verzögert hat. Deren Nachfolger, die haben sich nämlich jetzt einen Merlo gekauft, einen neueren. Und der hat sich verzögert, ne? Der hat sich verzögert, die brauchen so ein Ding aber und deswegen konnte ich den jetzt vorher nicht abholen. Naja, so ist das halt. Aber so viel dazu, zu der Maschine und ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal die Kamera in die Hand und dann gehen wir. So, erstmal, was ich eben schon meinte, hier ist eine große Schwerlastschaufel dabei, 1,5 Kubikmeter, 2,50 Meter breit. Ja, man sieht schon, die ist sogar breiter als der Teleskoplader selber, der ist nämlich nur 2,30 oder so. Ist schon echt ein mega Teil. Ja? Muss man dann gucken, ne, da, ob ich da noch eine kleinere kriege. So, das Ganze, was ziemlich cool ist, der hat so eine Schnellwechselaufnahme, kannst du denn alles aus dem Cockpit hydraulisch verriegelt und so weiter. Ist schon ziemlich cool, stellst sie hin, holst was Neues, zack, brauchst du nicht mal für aussteigen. Ja, für den faulen Bauherren genau das Richtige. Was er noch hat, ist ein Zusatzhydraulikanschluss. Habe ich jetzt aktuell noch nichts für. Gibt es aber natürlich auch coole Sachen, ja, was man hier noch so anschließen kann. So, von daher mal gucken. Vielleicht kann man den ja später mal noch irgendwo gebrauchen. Der hat jetzt hier die 24 Zoll Räder. Es gibt den auch mit kleineren, mit 20 Zoll glaube ich. Dann ist die ganze Maschine natürlich ein bisschen flacher. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn die Reifen jetzt kleiner sind, kommt das ganze Ding ein bisschen runter. Kann man den mal ein bisschen tiefer legen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, dann hättest du ein bisschen weniger Durchfahrtshöhe, aber natürlich auch logischerweise ein bisschen weniger Hub, aber letzten Endes 20 Zoll zu 24 Zoll, ne, also diese 4 Zoll würde ich jetzt mal behaupten, machen den Kohl am Ende auch nicht fett. Ne, so, dann können wir mal, ich würde mal sagen, reingehen wir gleich, gucken wir mal, also man sieht ja hier schon die Tür, kann man zweigeteilt öffnen, das ist natürlich immer super. Das Fenster kann man dann einklinken. Was man allerdings nicht kann, ist die Tür komplett geöffnet lassen. Das habe ich bei anderen Teleskopladern gesehen, da funktioniert das. Da kannst du die ganze Tür dann hinten einklinken und mit einer offenen Tür fahren. Das geht hierbei nicht. Also die Tür muss man immer zumachen, man kann nur das Fenster oben ausklinken. Naja, das ist eben so ein Mittelding. Ne? Finde ich jetzt, so für einen Heimbedarf ist es schlecht, weil du halt immer die Tür irgendwie dann auf- und zumachen musst. Naja, vielleicht kann man da ja noch was modifizieren. Naja, da hier Benzintank bzw. Dieseltank, unbekannter, also wie gesagt, die Anleitung sagt irgendwas von 140 Litern. Ich bin mal gespannt, was dann da reingeht, wenn ich da zum ersten Mal mit zur Tanke fahre. So, dann hier hinten, das hieran erkennt man eigentlich ziemlich genau den Bobcat. Ne? Das ist nämlich genau das, wenn ihr mal schaut im Internet, 2001er oder 2000er Bobcats. Genau diese Heckpartie haben die nämlich auch. Das ist natürlich hier, das ist absolut
massiv. Also damit kannst du so ziemlich alles abreißen, wo du aus Versehen gegenfährst. Alles gut, ne? Da geht schon richtig was. Das heißt hier, die sind auch schön geschützt bei Manitou. Da sind die nämlich zum Beispiel die Rückleuchten an so einem kleinen Fitzelding. Die gehen dann schnell mal kaputt, habe ich schon öfter gesehen. Hier, da ist fast unmöglich, dass du das kaputt kriegst. Und dadurch hast du dann halt das Heckgewicht. Der hat dann hier hinten noch einmal Zusatzanschlüsse. Das ist halt für einen Hofbetrieb interessant, weil du da natürlich da noch was dranhängen kannst und kannst dann hydraulisch da oder auch da, gut, das ist jetzt alles ein bisschen Fratze da, ist für mich aber jetzt auch nicht von Belang, weil ich glaube, auf der Straße dürfte ich sowieso nicht mit Anhänger fahren. Ich glaube, da brauchst du den großen Treckerführerschein für und ich glaube, dann muss das Ding auch zugelassen sein, also richtig mit grünem Kennzeichen oder sowas, um den mit dem Anhänger auf der Straße bewegen zu dürfen. Da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, weil das für mich jetzt eigentlich auch nicht relevant ist, ne? Dass ich da jetzt keinen Anhänger dran machen brauche. So, ja, auf der Seite jetzt hier, ich meine, gut, das ist klar, jetzt hier den ganzen Kram, da ich muss das hier mal aufmachen, dann können wir da mal reinschauen. So, hier, da, diese Seite haben wir den Motor, hier sieht man schon mal, da ist der Kollege mal mit hängen geblieben hier, das muss man mal schauen, dass man das wieder ein bisschen schick macht an der Stelle. Da kannst du natürlich auch hier unten mit Lack schon mal einiges machen, dass das wieder ein bisschen schicker aussieht. Da muss man mal gucken, das ist eine GFK-Haube, ob man das irgendwie laminieren kann oder was, oder shiften, keine Ahnung, wie man das nennt, dass man das wieder ein bisschen schick kriegt, wieder ein bisschen Lack. Dann ist das soweit eigentlich wieder schön. Können wir ja mal hier die Motorhaube aufmachen. So. Und da ist das Aggregat. Ich habe jetzt hier nichts für die Motorhaube zum Halten. 4 Liter Perkins mit Turbolader. Ist schon eine ziemlich fette Maschine. Ist natürlich jetzt vom Hofbetrieb klar total staubig und so. Alles ein bisschen dreckig. Da werde ich mich auch mal drum kümmern, dass ich die ein bisschen sauber kriege und so weiter. Aber das ist schon echt ein massives Gerät. Das ist schon, ja, ist, wie gesagt, ist schon so ein bisschen was anderes als bei so einem kleinen Mini-Bagger. So, mit dicken Kühleraggregat und so weiter, wie gesagt, was da, der Ding, das setzt schon ein bisschen was um, ne? Das muss man schon sagen. So, klick, klack. So, dann, was haben wir noch? Klar, logisch, ne? Hier Außenspiegel, wobei der hier auch schon, habe ich gesehen, der hat auch schon einen mitgekriegt. Da muss ich mal gucken, das sind ja so Standardspiegel, das ist ja nichts Besonderes. Ne? Die haben kein Bluetooth, kein WLAN, so von daher, da werde ich bestimmt noch irgendwelche Ersatzspiegel kriegen, die wieder heile sind, dass das Ganze wieder schick ist. Ja, und das war es im Prinzip auch schon, ne? Rundherum, wie gesagt, so ein paar kleine Beschädigungen. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Kollegen mal von innen an, den Innenraum, den Arbeitsplatz. Was ich schon meinte, die Tür kann man halt nicht einklinken, die ist jetzt hier begrenzt durch ein Band, aber es gibt auch einen kleinen Dämpfer, das heißt, die bleibt wenigstens in Position, das ist schon mal gar nicht schlecht, aber so kannst du natürlich nicht fahren, ne? Wenn du damit hängen bleibst, dann war es das. Das heißt, die muss man immer auf und zu machen. Das ist ein bisschen unpraktischer. Das haben, wie gesagt, andere Teleskoplader durchaus anders gelöst, wo man halt die ganze Tür aufmachen kann. Fände ich jetzt auch praktischer. Aber gut, ne? So ist eben, dann kannst du wesentlich aus Versehen rausfallen. So, so sieht das Ding dann von innen aus. Ich sag mal, der Sitz ist so ein Standardproblem bei den Dingern. Also ich habe tatsächlich auch in Dormagen eigentlich keinen Teleskoplader gesehen, der älter als 5 Jahre ist, wo der Sitz noch in Ordnung gewesen wäre. Ne? Also die sind immer im Arsch. Ich habe allerdings einen neuen Sitz dazu gekriegt. Da muss ich mal gucken, ob der hier reinpasst, weil der hier ist auch gefedert und das ist gar nicht schlecht und ich glaube, der andere Sitz ist nicht gefedert. Also da muss ich mal gucken, ob ich mir da was mache. Ansonsten kann man ja mal schauen, ob man da noch irgendwie einen für kriegt. Muss ich mal gucken, weil so sieht es ja auch scheiße aus. Ne? Ist ja echt, als hätte ich da vor Wut reingebissen. Ne? So, dann ja, hier die Handbremse und Pedale hat er halt im Prinzip nur 2 Stück. Ne? Man hat 2 Pedale, einmal Gas, einmal die Bremse. Muss man halt so ein bisschen gucken, weil das ist ein bisschen ungewohnt, wenn du auf der einen Seite mit links dann praktisch bremst. Normalerweise macht man das mit dem rechten Fuß so. Ne? Muss man ein bisschen gucken. So weit, so gut. Ne? So, dann Armaturenbrett. Wir können da mal reinsteigen hier. Zack. Ansonsten hier, was ich eben schon meinte, die Rundumsicht ist eigentlich sehr gut. Man kann hier nach hinten raus sehr schön das Heckgewicht sehen und danach ist ja auch nichts mehr. Also sprich, da kann man sehr gut rangieren. Klar, in diese Richtung hast du ein bisschen toten Winkel durch den Teleskoparm praktisch. Das lässt sich nicht ändern. Dafür hast du aber zur Not ja einen Außenspiegel. Ne? So, hier hast du den Teleskoparm und da hast du ja dann den Außenspiegel. Das heißt, da kann man natürlich dann sehr gut auch in die Richtung dann gucken. Ne? Die Heckscheibe hier kannst du auch noch aufmachen. Hat auch einen eigenen Scheibenwischer. Alles gut soweit. Ne? Dann hast du hier nach oben, ist ja beim Teleskoplader auch wichtig, dass man nach oben auch rausgucken kann. Das ist natürlich hier mit verstärkt, falls dir mal irgendwas aus der Schippe fehlt oder der alte Korb darunter oder was auch immer. So, nach vorne auch ein Scheibenwischer. Alles gut soweit. So, jetzt setze ich mich hier mal hin. So, ein bisschen Ablagefächer.
Leider allerdings keinen Bierdosenhalter, da muss ich mal gucken, dass ich das noch nachrüste. Das Cockpit finde ich auch sehr interessant, das sieht so ein bisschen aus wie früher bei den alten Golf 2, würde ich jetzt mal eher sagen, oder vielleicht so ein Fiat Uno oder so. Der hat natürlich nur ein Drehzahlmesser, Geschwindigkeit brauchst du bei so einem Ding nicht. So schnell ist er letztendlich nicht, dass das da drauf ankäme. So, ne? Ich habe jetzt hier bei mir hinfahren auch nicht jetzt irgendwie mit GPS mal gemessen, aber er soll ja angeblich so 20 km/h machen, die macht aber auch wirklich nur auf der Geraden. Ne? Sobald es bergan geht, muss die Hydraulik da schon ganz schön arbeiten. So, ja, Stundenzähler ist dann hier unten drin, da sieht man 6700 sogar nur. So, von daher alles gut. So ein bisschen Schaltergedöns, da hast du natürlich auf dieser Seite so ein bisschen Lichter und Scheibenwischer und so weiter. Rundumleuchte ist interessant, weil die darfst du eigentlich gar nicht, habe ich gelesen, im Straßenverkehr, wenn ich jetzt persönlich mit dem Ding fahre im Straßenverkehr, darf ich eigentlich gar keine Rundumleuchte haben. Also der hat jetzt auch keine. Ich hatte mal überlegt, ob ich mir die auch scheiß nachrüste, aber die darf ich auf der Straße gar nicht anmachen, wenn ich nicht irgendwie ein Schwertransport bin oder sonst irgendwas oder besonders langsam. Ich weiß nicht, was als besonders langsames Fahrzeug gilt, ob ich damit jetzt hier mit einer 20 km/h Zulassung schon zugehöre. Keine Ahnung. Muss ich mal noch mal gucken. Ansonsten, was auch sehr gut ist, der hat eine Temperaturanzeige für das Hydrauliköl. Da habe ich jetzt aber auch heute noch nichts beim Fahren oder was feststellen können, dass die wirklich mal wärmer wird. Das hat auch der Vorbesitzer schon gesagt. Da ist so viel Hydrauliköl drauf und das ist wohl auch gekühlt wegen der Hydrostatantriebgeschichten und so weiter. Da passiert eigentlich nichts. Ne? So, dann logisch eine ganz normale Motoröltemperatur und Spritanzeige. Und hier dann nochmal so ein paar Umschaltgeschichten. Hier kannst du halt die Gänge einstellen, wie du den lenken möchtest. Kannst du ja lenken mit Vorderachse, kannst dann beide Achsen gegensätzlich lenken, also dass du praktisch besser um die Kurve rumkommst. Oder du kannst beide Achsen gleich parallel lenken, dann kannst du diesen Hundegang, wie sich das nennt, so parallel versetzen. Ja, das kannst du dann hier im Prinzip einstellen und hier noch so ein paar Schalterchen. Da habe ich jetzt noch gar nicht alle Funktionen. Ich meine, klar, ihr seht ja hier, man kann die Hupe ausschalten, dass der also diese Überlastwarnung nicht macht, wenn einem das einfach nervt, dass der immer lupt, weißt du. So, und du kannst, was cool ist, du kannst den Joystick deaktivieren. Also wenn du jetzt beispielsweise einen vorne, du hast jetzt hier tatsächlich einen Korb dran und da sitzt einer drin, dann kannst du den Joystick deaktivieren, dass wenn du jetzt irgendwas machst mit dem Ding, dass du nicht aus Versehen den jetzt mal kippst oder so. Ne? So, das ist gar nicht schlecht. Das kann man dann deaktivieren und ansonsten sind hier noch so ein paar andere Schalter. Ich sage, da muss ich mal gucken. Hier, das ist irgendwie die Heizung und das ist noch irgendwas anderes. Plus so ein kleines Minibuch, wo man dann noch gerade nachlesen kann, wenn einem irgendwas gerade entfallen ist. So. So. Ja, also von daher, was ich meine, hier oben hast du einen ganz guten Überblick. Ist alles soweit schön. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich so alles, was hier so an Lämpchen oder so nicht mehr funktioniert, dass ich das ein bisschen repariere. Ach so, hier die Schalter, genau. Hier ist praktisch die Fahrschaltung. Man hat zwei Gänge, zwei Vor-, zwei Rückwärtsgänge von der Geschwindigkeit her. Das kann man stufenlos verstellen. Das ist ziemlich cool. Das heißt, wenn du jetzt ein bisschen mehr Energie brauchst, also ein bisschen mehr Grip, dann kannst du den im ersten Gang nur fahren und dann fährt der, hat er auch einen ganz guten Anzug. Und wenn du jetzt auf der Geraden und brauchst mehr Gas, dann kannst du den halt umschalten in den zweiten Gang. Dann fährt der nahtlos, merkt man dann, wie die Hydrostatik umschaltet und dann geht es weiter. Und dann fährt er halt schneller. Und auf der Seite halt die normalen Dinger mit Licht und Blinker und hast du nicht gesehen. Ist auch sehr ungewohnt, rechts den Blinker zu haben, aber gut, ist ja logisch. Ist ja halt auch eine Baumaschine. Ne? Ja, so viel dazu. Was ich auch ziemlich cool finde, hier hast du halt dann die Scheibenwischer und die Heizung und so. Hier siehst du ja hier hinter mir, ist ja auch noch so eine Heizungsbatterie, der soll angeblich sogar Klimaanlage haben. Beziehungsweise, ich habe es noch nicht, ich habe die Anleitung, wie gesagt, noch nicht ganz durch. Der Vorbesitzer meinte, er hätte gemeint, der hätte eine Klimaanlage. Er selber hat die aber nie benutzt. Ich muss mal gucken, ob es hier einen Schalter, ob das hier irgendwo eine Klimaanlage hätte. Wäre schon ganz geil, wenn man die wieder in Gang bringen könnte. Ich meine auch, dass ich im Motorraum einen Zusatz, also so eine Art Klimakompressor gesehen habe. Muss ich mal gucken, wäre ziemlich geil. Naja, auf jeden Fall hast du hier eine Heizung drin. Das heißt, wenn wir hier im Winter am Fachwerk am Gange sind, dann muss ich immer sehen, dass ich mir hier den Platz im Teleskoplader sichere. Weil bei schlechtem Wetter habe ich hier auf jeden Fall habe ich trockenen Hintern und wenn es kalt ist, kann ich mir die Heizung anmachen, alles gut. Da können die Kollegen draußen in der Scheißkälte arbeiten und ich habe es hier schön muckelig drin und kann hier vielleicht noch ein Übsheft lesen oder so. Naja, muss ich dann mal sehen. Und ja, ich werde das jetzt erstmal alles, ihr seht, da ist alles ein bisschen dreckig. Wie gesagt, ist ein Hofbetrieb, da ist das ja völlig normal. Aber Dreck ist nicht schlimm, den werde ich jetzt von innen einmal picobello sauber machen, von außen einmal picobello sauber machen und überall mal so sehen, was so, ja, was so anliegt an Kleinigkeiten. Wie gesagt, einmal alles checken, die ganze Elektrik, das ganze Gedöns, was du so an Kleinigkeiten hast, hier mit dem Sitz nicht mal schlau machen und so weiter und so weiter. Alles mal durchgehen und dann ist das, glaube ich, eine ziemlich geile Maschine, wo ich hoffentlich auch eine Menge Spaß mit haben werde.
So viel dann heute zu dem Massey Ferguson Teleskoplader, mein neues, naja, ich will jetzt nicht sagen Baby, aber mein neues Spielzeug. Ja, ist schon etwas andere Hausnummer als mein Mini-Bagger, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin aber sehr froh, dass das jetzt nach dieser über zweimonatigen Odyssee endlich geklappt hat, auch wenn die Abholung nicht ganz so hundertprozentig hingehauen hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal, das Ergebnis zählt, er ist hier. Er passt auch gerade so hier in meine Werkstatt, also das muss man auch sagen, ist schon knapp. Also mit Schaufel vorne vor ist der tatsächlich ein bisschen zu lang. Donnerer Wetter, nee, das ist schon ein ganz schönes Geschoss. Aber der wird uns hier mit Sicherheit jetzt eine Menge Arbeit wesentlich leichter machen. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir den jetzt tatsächlich demnächst mal einsetzen können. Ich werde mich jetzt die nächsten Tage und Wochen darum kümmern, den ein bisschen sauber zu machen, so die ganzen Kleinigkeiten zu reparieren, was so dran zu tun ist, was man letzten Endes ja oft so schlüren lässt, wenn er so im Einsatz ist. Ne? So von daher alles cool. Und ich hoffe, auch das Video hat euch halbwegs gefallen, auch wenn es jetzt natürlich mit der Baustelle eigentlich nichts zu tun hat. Aber es ist V-Log bzw. Tagebuch für mich. Als um auch festzuhalten, ja, der Meilenstein-Teleskoplader, weil auch das muss ich immer wieder sagen, das ist ja auch so, als Privatmann kauft man sich so ein Ding ja auch nicht jeden Tag. Deswegen bin ich sehr froh, ist das für mich sehr aufregend und ich hoffe auch euch hat das Video gefallen, dass es ein bisschen interessant war. Und an der Stelle, wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare und ich danke euch immer fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.